klein, aber oho. Ja, du? Ja, nee, ich bin nicht so klein. Aber haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, die Redewendung. Und da kommen wir im brandaktuellen Katalog zu einem super Produkt. Und da ist der Moderator auch klein, aber oho. Der ist auch Produktexperte, wenn es um das Thema Musik geht. Und hat gesagt, bei Ihnen, da fehlt eine Stereoanlage zu Hause. Ja, Platz ist in der kleinsten Hütte, kann man hier natürlich auch sagen, weil hier haben wir wirklich eine Mini-Stereoanlage, die aber keinerlei Leistungsabfälle hat im Vergleich zu großen 60 Watt, Musikspitzenleistung und vor allem jegliche Art von Musik. Das möchte ich Ihnen gleich zeigen, weil das ist ein sehr, sehr modernes Radio, beziehungsweise Radio ist ja viel zu wenig gesagt, das ist eine kompakte Stereoanlage. Und wenn wir uns die mal anschauen, die ist mit dem WLAN verbunden, das ist also ein Internetradio auch, sehen wir schon mal, schon im ausgeschalteten Zustand gibt sie mir wesentlich mehr Informationen preis als normale Radios. Und schauen Sie mal hier. Göttingen ist unsere nächste große Stadt hier von Dassel weg. Die habe ich mal eingestellt. Das Wetter dürfte bei Ihnen aber heute genauso schön aussehen. Und das ist jetzt nur im Standby-Betrieb neben der Uhrzeit. Aber schau mal, da kannst du noch viel mehr machen, weil wenn ich hier weitergehe, dann sehe ich auch, schau mal, dann sehe ich auch hier die nächsten Tage. Ich sehe die Sonnenstunden. Ich sehe, was alles auf mich zukommt. Ich sehe die Regenwahrscheinlichkeit. All das hier, schon mal 31 Super. Grad. Hier, so geht es bei uns hoch. Das kann ich hier alles anschauen. Und das, wenn ich möchte, sogar auch noch die Börsennachrichten, wenn ich da Finanz- oder Börsen interessiert bin, das alles im Standby-Betrieb. Natürlich habe ich genaueste Uhrzeit immer angezeigt und auch das Datum. So, jetzt schalten wir aber mal ein. Das können wir direkt am Gerät machen. Ich nehme jetzt aber mal die Fernbedienung. Und dann sehen wir, kommt hier gleich mal mein letzt eingestellter Radiosender, Schwarzwaldradio. Jetzt sind wir hier ziemlich weit weg vom Schwarzwald. Mhm. Das zu bekommen wäre normalerweise sehr, sehr schwer, aber es ist eben möglich, weil das ein Internetradio ist, DAB Plus Radio, FM Radio. Und jetzt machen wir einfach mal die Lautstärke ein bisschen an und dann hören wir, guck mal, ich bin jetzt ganz, ganz unten und das Schöne ist, ich bekomme ja hier jetzt gleich auf dem Display die Zusatzinformationen. Welche Musik läuft da gerade? Wer ist der Interpret? Wie heißt das Album? Und ich kann auch das wieder weiterklicken für weitere Zusatzinformationen. Das geht eben nur beim Internetradio bzw. DAB Plus Radio. Gleichzeitig, und jetzt können wir ruhig ein bisschen hier Musik aus dem Schwarzwald genießen, aus unserer Heimat, ja, aus meiner Heimat. Ich weiß nicht, wo Sie zu Hause sind, aber Schwarzwald ist auf jeden Fall mal eine Reise wert. Hier oben, das kennen wir alle noch, CDs. Ich glaube, viele haben noch CD-Sammlungen. Ja? Und die möchte man einfach nicht wegwerfen. Das sind richtige, die haben viel Geld gekostet. Die haben erstmal materiellen Wert, aber auch natürlich Erinnerungswert, weil viele CDs oder Musikstücke, die verbindet man auch mit einer Person. Aber wenn wir weiterschauen, sehen wir hier vorne auch einen USB-Steckplatz. Das heißt, du kannst hier jetzt auch natürlich deine Medien abspielen über USB. Also wenn du einen USB-Stick hast mit Liedern, machst du die drauf, spielst du sie ab. Gleichzeitig, und ich habe gesagt, hochmodern, ist dieses Radio auch Bluetooth-fähig. Heißt also auch Bluetooth hier einstellen und aber ich muss jetzt noch mal aufs Radio kommen, weil Internetradio, ich bin jetzt in der Heimat, ja, hier mit diesem Sender. Aber du kannst weltweit Radio hören und zwar welches Genre du immer magst. Und das ist auch ganz wichtig, so ein Radio für Leute, die einen außergewöhnlichen Musikgeschmack haben. Ja? Wenn du jetzt Mainstream hörst, also die Charts, dann kannst du ja UKW, reicht dir UKW, kriegst du überall. Aber wenn du jetzt besondere, sag mal, Vorlieben hast, ob das Oldies sind, ob das Rock ist, ob das Klassik ist, Blues, Jazz, ja, dann ist Internetradio eigentlich das einzig richtige Radio. Weil nur dort werden alle Genres auch abgedeckt. Und zwar, du kannst weltweit unter, es gibt Schätzzahlen, 30.000, sage ich jetzt mal, Sendern wählen. Darf ich das gleich einfach mal bedienen? Ich habe es ja vorher nicht geübt oder getestet, sondern ich möchte Ihnen gleich einfach mal zeigen, wie einfach die Bedienung auch ist und wie einfach und intuitiv Sie das auch schaffen. Vorher nenne ich Ihnen aber noch den TV-Sonderpreis. Der liegt hier bei 123,45 Euro. Und Ralf, das ist ja sensationell. Da sehen wir jetzt hier. Das ist ganz einfach. Auch ein AUX-Anschluss haben wir auch noch, also extern per Klinke. Aber das ist die Menüführung. Internetradio, da gehen wir gleich hin. Das zeige ich dir. FM, DAB Plus ist natürlich auch drin. CD ist drin. Und das ist so unglaublich einfach, alles zu handhaben, per Fernbedienung. Oh, jetzt läuft gerade BAP, hörst du, verdammt lang her. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, verdammt lang her.
Und wer es jetzt nicht gleich erkannt hat, die Informationen stehen immer auch gleich im Display. Aber setz dich ruhig mal nach vorne und ich gebe dir jetzt Anweisungen fürs erste Mal. Beim zweiten Mal weißt du es selber. Du gehst jetzt auf Menü. So. Und jetzt müssen Sie so. Und jetzt bestätigst du da drauf drücken, genau. So, und jetzt können wir suchen. Du kannst Radiosender weltweit gehen wir mal. Oder Radio, genau. Da drüben. So, und jetzt willst du Genre oder willst du nach Land? Oh, Genre. Machen wir mal Genre, oder? Nee, jetzt bin ich bei Ländern. Ja, ich nehme Land. Dann musst du zurück unten auf der Pfeiltaste. Unten. Genau, einmal zurück. So, und jetzt kannst du einschalten nach Land. Ich nehme weltweite 20, habe ich mir jetzt überlegt. Und Radio Paloma. Radio, oh, Schlager. Also von mir aus. Und Sie sehen herzlich übrigens... Herzlich willkommen bei Radio Paloma. Gleich geht es los. Gleich geht es los. Oh, jetzt haben wir Werbung. Suchen wir doch einen anderen. Aber du siehst, wie einfach das ist. Ja, und zwar überall. Ja, nimm ruhig mal Antenne Bayern, von mir aus. Antenne Tirol, Paloma. Wir könnten aber auch in den asiatischen Bereich. Wir können aus Amerika. Und wir haben hier... Wichtig ist, 250 Sendespeicher, nur allein fürs Internetradio. 99 Sendespeicher nochmal für DAB Plus und FM. Aber das ist hier, oh, das ist Ace of Base, oder? All that she wants oder sowas, oder? Nee, das war der Nachfolger, Don't Turn Around. Hm? Aber da steht's ja, sehen Sie, man muss ja gar nicht mehr raten. Ace of Base, Don't Turn Around. Und das ist schön. Ist Ihnen auch schon mal so gegangen, dass Sie ein Musikstück hören? Das kenne ich doch, ich weiß nicht, aber woher kommt das? Und hier kann man immer diese Informationen noch ablesen. Sie haben es am Anfang gesehen, schon allein im Standby-Betrieb, die ganzen Wetterdaten, Börsendaten, die ich mir anzeigen lassen kann. Ist übrigens auch ein Wecker, wenn ich das möchte. Ja? Das ist polnisch. Das ist polnisch. Verstehst du da was? Ich verstehe. Polnisch, ja, selbstverständlich. Also mir kommt es ein bisschen Spanisch vor, aber wenn du sagst, es ist Polnisch, von mir aus. Also Radio Sender von der ganzen Welt. Portische Boya heißt der Radiosender. Was heißt das, Portische Boya? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also Radio Name, weiß ich nicht. Aber was ist das drunter? Zlotta? Das so, war ja auch noch was, oder? Ach so, 50, 60s war ich jetzt. Da drunter ist Radio Paloma. Ich hoffe, da ist die Werbung jetzt zu Ende. Dann können wir da nochmal reinschalten. Immer noch Werbung. Ja. So, jetzt schauen wir uns aber mal an, was die Kunden denn zu unserer Mikro-Stereoanlage sagen. Und da sehen wir hier absolute Kaufempfehlung. 90% der Käufer sagen das. Es ist auch kein Wunder. Es ist kleinhandlich, ohne auf Leistung zu verzichten. 60 Watt Musikspitzenleistung und egal, welches Ihre Musikrichtung ist. Über Internetradio werden Sie alles bekommen. Ich habe zum Beispiel in Amerika einen Sender gefunden, der den ganzen Tag, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, Elvis Presley spielt. Das gibt es auch von Michael Jackson, von ABBA. Ja? Also je nachdem, was für ein Fan man ist, ist das so ein Sender, den man dann auch abspeichern sollte? Was ist das? Schon wieder Werbung? SWR3. Oh, ja. Aber das macht richtig Spaß, hier mal so durchzugehen und mal reinzuhören. Geh doch jetzt mal nach Asien. Mach mal geh mal zurück auf die Länder und geh mal auf irgendein asiatisches Land. Welches das ist, ist mir egal. Und dann, da würde ich mich dann freuen, wenn da gerade Werbung laufen würde. Hongkong, komm. Radio Hongkong. Moment. Südkorea, auch nicht schlecht. Oh nee, Thailand. Thailand, okay, gut. Okay, mach mal. Jetzt bin ich aber such gespannt. Mal einen Thailand, Top 10. Mach mal den hier. Wie heißt da? Isidome. Ja, okay, Home. Irgendwas mit Home-Radio. So, jetzt verbindet es gleich. Ich hoffe, die sind noch online. Ja, und dann hören wir thailändische Musik. Das alles ist möglich mit dieser Mikro-Stereo-Anlage, die mich absolut begeistert. Auch von ihren Möglichkeiten her, aber auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und Sie werden auch mindestens genauso viel Spaß haben wie mir mit dieser Anlage. Und verbindet schon? Ist nur auf dem Flug. Okay. ZX1795 und die 569, die Bestellnummer. Mensch, das ist wenn ich ja... Nimmst du den nächsten thailändischen Sender. Klasse, aber ich will jetzt thailändische Musik hören. Wackeln die nicht immer so mit dem Kopf beim Tanzen? Also es ist unglaublich, wie viele Sender ich hier finden kann, bei Spitzenqualität. Ich habe zusätzlich noch... Das ist jetzt Thailand? Das ist Thailand. Das könnte auch mit deutschem Text, könnte es auch so eine Schlagerparade sein. Ja? Hört sich eigentlich ganz ähnlich an. Warum nicht? Herrlich, jetzt in die Leitung, rufen Sie an.